erstes Heimspiel im neuen Jahr. Unser großer FC Hansa trifft auf den großen HSV. Es wird nicht einfach. Aber Leute, denkt an das Hinspiel. Es ist alles möglich. Ansonsten treffen wir uns gleich noch mit ein paar Legenden. Die werdet ihr gleich sehen. Die warten schon. Die Jacke sieht schon fresh aus, muss ich sagen. Ich vergessen habe. Und hier, den kennt ihr vielleicht noch vom Hinspiel. Hallo, mein Kult-T-Shirt vergessen. Who the ist HP Baxter? Das habe ich nicht an. Du musst deinen Tipp noch sagen, was du gedacht hast. 2-5 für den HSV. 2-5, sagt er. Ja, mal gucken, ne? Mal gucken. Wir machen uns auf den Weg. Das habe ich auch zu Hause gelassen. Das beste oder mitbeste Auswärtsteam HSV trifft auf das mitschwächste Heimteam. Also wir haben seit 4 Heimspielen nicht mehr gewinnen können. Das müssen wir ändern, auch wenn es extrem schwer wird. Richtig eingequetscht hier. Wie sieht das aus? 5 Mann dabei. Mit dem legendären Hansa-Trabi. Felix hat schon von ihm geschwärmt. Jedes Mal beim Spiel. In Rostock angekommen. Achso, ja. Auf der Suche bist du. Natürlich, noch. Natürlich. Ich schaue nach einem Kakao. Es ist ja Sonntag, das heißt Kakaotag. Korrekt. Tankstellen, Bocki, Bewertung. Resteverwertung. Also. Dafür, dass es in der Mitte noch kalt ist, wofür die gute Frau natürlich nichts kann. Eine 5. Die ist jetzt rein als Grundlagenbasis, dient die. Du kommst hier mit dem kulinarischsten der kulinarischen Sachen. Für einen schnellen Snack. Wo mein Opa zur See gefahren ist, damals in der DDR, gibt es jetzt noch einmal die Head-to-Head-Statistik. 27 Duelle, 15 Mal hat der HSV gewonnen, 7 Mal haben wir gewonnen und 5 Unentschieden gab es. Also, wir müssen ein bisschen rankommen. Mit passendem Trikot heute ins Ostseestadion. Habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Das ist auch was für die Hamburger, um mich einzuschleimen. Leute, wenn ihr wisst, welche Unterschriften von welchen Spielern das waren, verlose ich was. Also, guckt genau hin. Da ist, glaube ich, auch eine Nummer 8 zu sehen. Damals mit meiner Oma immer am Hansa-Trainingsplatz. Und jetzt guckt mal, wen wir hinten drauf haben. Dürfen die Hamburger auch kennen? Stefan Wächter. Aber heute für Hansa hoffentlich. War, glaube ich, sogar in der Euroleague beim HSV im Tor. Champions League sogar. Doch, 2 Übeltäter. Ich interessiere mich für Vögel. Ne? Auf zum Ostseestadion. Davor holen wir noch eine gewisse Persönlichkeit hier auf dem Kanal ab. Der ist wieder verrückt. Der ist wieder die Nacht vorher gekommen aus Stuttgart. Ihr wisst es ja. Wer könnte es sein? Auf 3 Punkte oder? Ein klares 1-0. Abschlepp-Harry ist auch schon da. Hat den Bus mitgenommen. So. Am Fanhaus hat er sich noch eine schöne Cola gegönnt. Und der Bechersammler Alvin himself heute ist ja die Aktion. Ich muss diese Motive einmal auch in meiner Sammlung haben, muss ich sagen. Eins von jedem geht rein in die Tasche und dann der Rest geht auch für den guten Aber finde ich gut, dass sie die Mehrwegbecher jetzt eingeführt haben. Ja, muss man sagen. Also vorher diese Plastikdinger. Ne? 3 Punkte heute, ne? 3 Punkte wären wichtig. Oder 1 Punkt. Grüße gehen an alle raus. Ein Tor wäre schön heute. Also ein Tor oder 2. Wir gehen ja ohne Transfers in die Rückrunde. Ja, ein mulmiges Gefühl gehabt, aber gut, wir werden es sehen, ne? Was trinkst du da? Hat mal in der Hand gedrückt. Moin, alles gut? Alles gut. Was sagst du heute? Aufregung. Grüß dich, Max. Wie geht's dir? Super. Ey, altes super, Haus. Super. Hat er endlich mal andere Schuhe an von Heidenheim? Die Hundescheibe Schlepp, oder? Legenden. Ohne Transfers gehen wir in die Rückrunde. Schnelles Fazit, gut oder schlecht? Schlecht. Schlecht. So ein Box-to-Box-Spieler à la Hanno Behrens. Das wär's, so ein schöner Zulieferer. Dem ist nichts zuzufügen. Wird schon werden. Torben, ich grüße dich auf jeden Fall. Ne? Ich hab's dir versprochen. Das wird ein bisschen kritisch heute, aber ich sag 2-2. Ich bin der Pessimist, ich bin Optimist. Paule Beinlich, Abschied einer Legende. Wir denken immer an dich und hat ja auch eine HSV-Vergangenheit. Ihr wisst es. Muss ich sagen, schade, dass Paule geht. Wir wünschen nur das Beste, alles Gute. Chef in der HSV auf Platz 2, wenn sie jetzt nicht aufsteigen, dann sind sie selber schuld. Aber ihr wisst es, die Rückrunde, da kriseln sie immer.
Ansonsten steht dem eigentlich nichts mehr im Weg in Liga 1. Ne? Muss man einfach so sagen. Hansa auf Platz 11. Es ist so wichtig, wenn wir heute bitte ein paar Punkte holen. 16 Spiele sind es ja noch, aber abwarten. Alles für Hansa. Auf ein gutes Spiel. Alles klar. Oh, fühlst du mich zum Vollmilieu? Lass mich nicht rein! Mein Onkel, dem geht's gut. Alles okay, oder? Irgendwas ist mit dem Mikro. Fahr Drogen hin! Oh, Ex-Hamburger, was kommt da? Was kommt da heute von ihm? Neitas! Dulic! Schumacher! Schumi, Junge! Noch so ein Tor in der 90. heute! Igelsson! Feu! Röger! Adalu! Schröde! Heute wieder mit Pröger, ich hab ein Gefühl. Wollen wir mal schauen heute? HSV-Ausstellung seht ihr jetzt, die sind wirklich auf jeder Position gut besetzt. Und vor allem auf diesem Glatzel müssen wir aufpassen, ey. Die Glatzel. Da habe ich Angst vor. 13 Tore, Saison. 13 Tore. Wo ist Rossi rauf? Ganze Beute hier heute. Wir wollen Jubel sehen. Tore, endlich Tore. Auf geht's, Hansa. Wir stehen auch auf Fußball mit Herz. Und nicht nur mit den Beinen. Ob in Freude oder in Schmerz. Wir wollen Hansa und uns keinen. Und es verbindet. Ja! Ja!
Nochmal. Außen! Und die Flanke! Ja! Der schöne neue Rasen! Alter, eine Bräune reingemacht! Gut! Schieß doch nochmal! Martin, was ist das? Hat er noch. HSV-Block auch gut dabei. Chancen sind da! Hat er, Kontrolle! Oh! FC Hansa! Schalalalalalala! Oh nein, der Platz! Oh was! Ey, so ein Doppelpass-Scheiß! So ein Doppelpass-Scheiß! Das ist richtig schwer. Ping-Pong, ja, abgefälscht und dann das 1-0 für den HSV. Ich habe gesagt, wir dürfen nicht in Rückstand geraten. Jetzt wird es gefühlt unmöglich. Oder wir machen den Anstoß direkt zu uns. Hab gut mitgehalten und faul. Ey, faul, Mann. Es war ein Faul, Mann. Ja, jetzt geht gar nichts, ey. Ja, so ein Tor wäre wichtig. Allgemein ein Tor. Ja! Okay. Versuch was, Merck. Wir haben es versucht. Und es ist Halbzeit. Gut dagegen gehalten. Ich habe gesagt, wir dürfen nicht in Rückstand geraten. Wir sind im Rückstand. Die zweite Hälfte wird witzig. Ja, hau mal raus. Halbzeitfazit. Also, bisher fand ich das Spiel echt noch die 3 Punkte nach Hause. Du bist optimistisch. Ich würde mich über ein Tor freuen. Hier, neue Becher, Mehrwegbecher. Leute, holt euch sie. Und FC Hansa! Weiter geht's. Was machst du, Mann? Fass das. Ey! Mann! Oh mein Gott! Das war ein Zeichen! Jetzt geht's aufwärts! Der ist heiß! Schieß! Schuss! Hey! Erstes! Schieß doch einfach! Ja, so! Also, so! Nichts. Ich halte mich da bedeckt. Auf die Fresse! Schubi! Oh, Junge, Schubi, Alter! Rostock! Ja, nix. Strafe. Ich. Ja! Du schießt doch! Ja! Ja! Jetzt aber! Ja! Seppi! Abseits! Seppi! Abseits!
Ey, das ist doch... Was soll die Scheiße, Mann? Was denn? Was für ein scheiß Abseits, Mann? Ey, ich kann's nicht mehr, ich kann's nicht mehr. Ach, Alter. Yes! Zwei Tore, Mann! Die Frage ist, dann haben wir neue Szene, neue Spielszene oder nicht? Aber er geht außen. Irgendwie. Eins jetzt, bitte. Ja, ja. Minute und keiner geht rein, Mann. Oder darf nicht rein, was auch immer. Jetzt Fußball Mafia DFB. Jetzt pass auf, jetzt die Ecke. Ja. Ja. Oh. Rote Karte. Also der Schiedsrichter wieder. Jetzt noch in Unterzahl. Kann es noch beschissener laufen? Ich glaube nicht. Ja. Ja. Seit 6 Minuten, Tor. Einwurf, Kopfball, Tor. Und jetzt Kontertor. Alles frei da hinten. Ja, später rüber, Tor. Unglaublich. 2-0, ja. Ach ja. Das war abzusehen. Ja. Stellen am Ende. Sowieso egal, ist vorbei. Das war's. War wieder kein Tor. Wir verlieren 2-0. No. Die Schiedsrichter wieder bodenlos. Ich sehe da keinen Unterschied zu Hertel, haben wir jetzt auch noch mal besprochen. Hertel hat sie trotzdem. Ja, keine Ahnung. So, der HSV geht mit 3 Punkten, war verdient am Ende. Natürlich. Ja. Er hat zwar viele Chancen gehabt, den nach dem Ball reingekommen. Ja, wir gehen wieder bedient nach Hause. So, der HSV-Bus fährt auch zurück. Wir sind natürlich bedient. Jetzt gibt es noch was zu essen. Ja, mal wieder verloren. Wer wartet denn da? Frustessen. Ja, wie kommen wir hier rein, hä? Wie kommen wir jetzt hier rein? Wir haben noch meinen Onkel aufgegabelt, der Rest ist schon weg. Essen jetzt noch ein bisschen. Ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, wie ihr das Spiel gesehen habt. Wir haben wieder mitgehalten, aber am Ende, ja, ohne Punkte stehen wir wieder da. Bringt uns nichts. Kannst immer sagen, schön spielen, aber die Tore fehlen. Das ist halt... Ja, wieder das Offensivproblem, wo man immer wieder diskutiert. Und jetzt kommen Bielefeld, Darmstadt, Pauli. Wenn ich die Tabelle mir angucke, dann graut es mir, sage ich euch ehrlich. Gut, gegen Hamburg haben wir uns nicht viel ausgerechnet. Man muss sagen, das ist eine starke Truppe. Die hat einen Marktwert 5-mal so hoch wie wir. Jetzt zählt Bielefeld nächsten Freitag. Tja, da muss ich gut hören. Die Saison ist noch ein bisschen. So, wir ziehen uns jetzt hier noch schön Bräuler rein. Und Goldbräuler. Boah, das sieht schon heftig aus. Also, sowas kriegst du in Heidenheim nicht geboten. Nee, ein Deluxe-Hähnchen-Bräuler. Wir machen den Tester. Ich bin gespannt, was du sagst. Der ist richtig gut. Kann ich nur empfehlen. Also, wer nochmal hergehen will, ich sag mal eine 8 von 10. Die Soße, ja, da fehlt mir diese Pusta-Soße. Gab's das überhaupt? Ich weiß nicht. Mit Curry-Mayo, deswegen nur eine 7,5. Aber, Leute, auf jeden Fall gutes Ding bei einer Niederlage. Geht immer rein. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Bleibt stabil, ihr wisst es. Danke an jeden Mitleidsdaumen. Wir bleiben dran, egal ob Sieg oder Niederlage. Wir sehen uns in Bielefeld, würde ich sagen. Ne? Also, Leute, macht's gut. Und bis zum nächsten Mal.